Nächster Redner, der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Vielen lieben Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Antrag der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN berührt ein Themenfeld, welches uns alle ganz besonders emotional umtreiben muss. Geben wir tatsächlich den Opfern eine Stimme. Dieser Antrag gehört somit zu jenen Anträgen, die wir für sehr sinnvoll erachten und auch unterstützen werden, auch wenn noch einiges ausbaufähig ist. Unter Punkt 3 dieses Antrags finden wir die Forderung, die Speak-Studie über sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Jugendlicher durch den Hessischen Landtag anzuerkennen. Wer diese Studie durchgearbeitet hat, kann dem natürlich nur zustimmen. Auch die Evaluierung und Weiterentwicklung des Aktionsplans gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen begrüßen wir als Alternative für Deutschland. Und das schließt die Thematiken digitale Medien und sexualisierte Gewalt und den Landesaktionsplan zur Bekämpfung häuslicher Gewalt natürlich mit ein, muss dann natürlich auch stattfinden, meine Damen und Herren. Diese lobenden Worte sollen allen Beteiligten auch die Kraft geben, mit vereinten Kräften Kinder und Jugendliche zu schützen und damit Hand an Themen zu legen, die entweder auch aus Scham, oft genug aber leider aus politischen Erwägungen heraus tabuisiert werden. Denn in sehr vielen Fällen werden leider Opfer am Ende zu Tätern gemacht, nämlich immer dann, wenn sie es wagen, sich gegen ihre Peiniger aufzulehnen und dadurch eine Aufklärung einzufordern, die viele in ihrem Umfeld lieber verheimlichen würden. Wenn dies geschieht, weil das Umfeld der Opfer lieber Stillschweigen über all das bewahren möchte, was dem Opfer widerfahren ist, wird das Opfer durch das Umfeld erneut einer Gewalt ausgesetzt, die dann für einen Menschen und insbesondere für einen jungen Menschen nicht mehr lösbar ist. Wir Erwachsenen und insbesondere die Politik sind es allerdings, die die Rahmenbedingungen dafür schaffen, ob die Täter-Opfer-Umkehr überhaupt stattfinden kann oder eben nicht. Der Zerfall familiärer Strukturen in den letzten Jahrzehnten, und das müssen wir jetzt deutlich sagen, meine Damen und Herren, ist aber hier Kern des Problems. Ein starker Familienverbund, wir stellen das ja auch in der Corona-Krise deutlich fest, bei den psychischen Erkrankungen junger Menschen, ist der Halt, den junge Menschen brauchen, um sich selbst nicht zu verlieren und somit auch, um nicht selbst zu einem Täter zu werden. Für Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt geworden sind, ist ein solcher starker Familienverbund wiederum entscheidend, um auch den Mut zu haben. Kollege Richter, da gibt es den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Gut, nein, haben wir es. Im Text dieses Antrags ist formuliert, dass sich Kinder und Jugendliche im Durchschnitt an 7 Erwachsene wenden, damit sie überhaupt Hilfe erhalten. Die Förderung von Familien, egal in welcher Form, ob mit Steuererleichterung, der gesellschaftlichen Anerkennung, besseren Arbeitszeitmodellen und viel mehr, ist somit entscheidend im Kampf für junge Menschen, damit sie sich selbst nicht in Gewalt oder durch Gewalt verlieren. Es ist leider ein politischer Aspekt, unter dem man die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte betrachten und damit eine Abwertung wichtiger konservativer Werte beklagen muss, die zum Erhalt von Strukturen für junge Menschen verloren gegangen ist. Dabei ist dieser Teil der Selbstfindung für Kinder und Jugendliche unabdingbar. Daraus ergibt sich dann auch die Erkenntnis, dass die Vernachlässigung von Kindern die häufigste Gefährdungsart ist. Und dem muss man dergestalt begegnen, dass wir als Gesellschaft beginnen, umzudenken und konservative Werte in Verbindung mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen. Nur das wird Jugendlichen und Kindern den Halt geben, den sie benötigen, um sich in einer Gesellschaft wiederzufinden, in der sie sowohl gefordert als auch gefördert werden und dabei eine Wertschätzung erfahren, die sie als Menschen prägt und damit auch später im Erwachsenenalter Anker für die nachfolgenden Generationen ist. Verstehen Sie uns bitte nicht falsch. Ein starker Familienverbund kann vielfältig aufgebaut sein. Meine persönliche Überzeugung ist die, dass gerade jene Kinder, die mit mehreren Generationen im Verbund leben, die beste Voraussetzung für ihr Leben erhalten und dadurch viele psychische Probleme und häusliche Gewalt, wie wir sie leider heute häufig antreffen,
und gegen die wir versuchen vorzugehen, gar nicht erst entstehen. Und ein solcher Familienverbund, Sie regen sich alle auf, aber Teil der Probleme ist Ihre Politik. Und ein solcher Familienverbund stärkt definitiv auch die älteren Menschen unserer Gesellschaft, schützt sie vor Einsamkeit und dem Gefühl, wertlos zu sein, obwohl sie doch sogar sehr wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind und das in unserer Gesellschaft leider immer weniger beachtet wird. Eine erfolgreiche Prävention muss somit in einer Veränderung unserer gesellschaftlichen Struktur stattfinden. Und auch darüber sollten wir gemeinsam sprechen und politische Unterschiede dabei beiseite schieben. Denn diese sind für junge Menschen schlicht unerheblich. Kinder und Jugendliche müssen die bestmöglichen Zukunftsperspektiven bekommen, die wir ihnen geben können. Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren, genau deswegen betreiben wir hier auch alle Politik. Der Familie einen hohen Stellenwert einzuräumen, bedeutet auch, dass gerade die Unterstützung von Fachkräften in Kindertagesstätten erheblich verstärkt werden muss. Nur wenn wir es schaffen, dass Kinder und Jugendliche eben nicht mehr 7 Erwachsene ansprechen müssen und das Umfeld auch bereit ist, gegen Täter vorzugehen und nicht den Mantel des Schweigens über jegliche Form von Gewalt zu legen, können wir die Maßnahmen, die derzeit immer mehr stattfinden, aufgrund geringerer Fallzahlen konzentrieren und Stück für Stück zurückführen. Und wenn Sie fragen, wer die Täter sind, sollten Sie die Spiek-Studie etwas mehr durcharbeiten. Da ist einiges aufgearbeitet. Dazu gehören aber insbesondere auch, Gewalt an Kindern und Jugendlichen aus prekären Lebensverhältnissen nicht zu tabuisieren. Denn leider geschieht das innerhalb unserer Gesellschaft nicht selten. Und wenn Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt sind, stellt sich... Was halten? Meine Damen und Herren, bitte etwas Aufmerksamkeit. Kollege Richter hat das Wort. Hören Sie zu und urteilen Sie da. Und wenn Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt sind, stellt sich schnell das Problem für viele, die helfen möchten, ein, dass ihnen unterstellt wird, sie seien rassistisch, wenn sie es thematisieren. Wir bemerken es auf der linken Seite, die das nämlich tabuisieren. Aber wie bei der häuslichen Gewalt ist genau das Gegenteil richtig. Es ist Rassismus, wenn man es nicht thematisiert und damit Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund nicht hilft und die Augen vor einer Problematik verschließt, die insbesondere Mädchen und junge Frauen betrifft. Wir dürfen auch nicht die teilweise für Mädchen und Frauen problematischen Situationen in Flüchtlingsunterkünften übersehen. Ja, diese Aussage, meine Damen und Herren, diese Aussage kommt tatsächlich von einem Abgeordneten der AfD. Wie werden denn dort junge Menschen vor sexuellen Übergriffen geschützt? Frau Böhm, wie reagiert man denn in diesem Bereich von Seiten der Regierung oder auch von den Linken? Oder geht man davon aus, dass diese Opfer sich natürlich von selbst an die von Ihnen immer wieder erwähnten Institutionszwecksuche nach Hilfe wenden? Eine Kopf in den Sandpolitik hilft hier definitiv nicht. Deswegen sprechen wir es auch an und müssen darauf hinweisen, dass wir als Gesellschaft, auch eine Verantwortung dafür tragen, dass alle Menschen in unserem Land eine vernünftige Lebensperspektive erhalten. Und das ist leider derzeit auch in Hessen nicht umgesetzt. Und das ist Teil linker Politik. Daraus entstehen Potenziale für Gewalt. Und insbesondere hier kommen Kinder und Jugendliche, die Gewalt ausgesetzt sind, in eine sehr starke Phase der persönlichen Isolierung. Gerade für diejenigen, die aus Familien mit Migrationshintergrund aus uns fremden Kulturen kommen, entsteht ein erheblicher familiärer Druck, sich an niemanden zu wenden und damit die Ehre der Familie aufrechtzuerhalten. Es mag sich hier von manchem nicht vorgestellt werden können, aber gerade Kinder und Jugendliche aus diesen Familien wissen sehr wohl darum, wie mit ihnen seitens unserer Gesellschaft und ihrem eigenen Umfeld umgegangen wird, wenn sie sich an die entsprechenden Ansprechpartner wenden, die wir hier politisch haben möchten, um ihnen zu helfen. Wir wollen den Menschen helfen, Frau Böhm, und es nicht tabuisieren. Wenn wir aus den Studien sehr viel lernen können, müssen wir diese entsprechend erweitern. Und auch dieses, ich weiß gar nicht, worüber Sie sich hier aufregen. Wenn wir aus den Studien sehr viel lernen können, müssen wir diese entsprechend erweitern und auch dieses Tabuthema aufbrechen. Dass es Tabuthema ist, merken wir ja hier. Nur dann können wir uns Gesamtgesellschaft tatsächlich allen Kindern und Jugendlichen nähern und ihnen helfen. Ansonsten versündigen wir uns an nachfolgenden Generationen.
Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft keine Gewalt mehr widerfährt. Und damit meinen wir alle Kinder und Jugendliche. Und damit sollten gerade die LINKEN sehr einverstanden sein, die scheinbar die Migrantenjugendlichen nicht schützen wollen, nachdem wie sie hier reagiert haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Katrin Anders, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, nach der Rede muss man schon noch einmal das ein oder andere klarrücken. Und ich glaube, das Wichtigste ist doch hier in diesem Haus zu sagen, dass eben gerade die Opfer oder ja, gerade die Opfer zu Hause ihren Peiniger oder ihre Peinigerin haben, dass es eben gerade das häusliche und familiäre Umfeld, das dieses Leid erzeugt. Und deswegen ist Ihre Rede gerade so, wie sie komplett von vorne bis hinten war, an die Seite zu legen, weil sie zu der Debatte heute wirklich gar keinen Mehrwert gebracht hat. Körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt sind ein Teil der Lebensrealität vieler Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Die WHO spricht von jedem 10. Kind, das von sexueller Gewalt betroffen ist, und statistisch gesehen wären das dann etwa 2 Kinder in jeder Schulklasse. Diese Zahlen sind erschreckend hoch, und es muss höchste Priorität haben, diese Zahlen zu senken. Der Schutz vor jeglicher Gewalt ist unser Auftrag, und wir in Hessen wollen dem kompromisslos auch nachkommen. Das, was die Kinder und Jugendlichen erleben, geschieht in den allermeisten Fällen im Verborgenen. Und besonders perfide ist, dass die TäterInnen meist aus dem vertrauten Umfeld kommen. Und das macht es den betroffenen Kindern so schwer, sich auch Hilfe zu suchen und Hilfe zu bekommen. Und umso wichtiger ist es deshalb, dass alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, einen professionellen Umgang entwickeln und dass sie gut geschult sind bei dem Thema des Kinderschutzes. Deswegen braucht es eine komplexe Auseinandersetzung schon während der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, von SozialarbeiterInnen, von ErzieherInnen, aber natürlich auch, weil das Frau Schardt-Sauer angesprochen hat, natürlich auch in dem großen Bereich des Ehrenamtes. Gerade der Landessportbund zum Beispiel hat ein großes Präventionsprogramm, hat einen genauen Leitfaden für den Kinderschutz, für die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das sollte lobend erwähnt werden, was die ehrenamtlichen Institutionen hier in den letzten Jahren gerade in Hessen auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch mehr in die Verpflichtung reingehen. Die Kollegin von der CDU hat es angesprochen. Natürlich braucht es Schutzkonzepte, die braucht es verpflichtend an allen Schulen, damit wir eben hier eine Weiterentwicklung der Schutzkonzepte auch haben. Das Erkennen von Gewalt von betroffenen Kindern und Jugendlichen ist ein wichtiger Baustein, um die Gewaltspiralen zu unterbrechen. Und deswegen können wir froh sein, dass wir in Hessen eine Kinderschutzambulanz bereits haben. Polizei, Justiz, Medizin, Psychologen arbeiten hier Hand in Hand. Es passiert eine gerichtsfeste Beweissicherung auf kindgerechte Weise. Die Kinder kommen da einmal hin, und es wird eben eine Retraumatisierung verhindert, indem immer wieder das Erlebte wiederholt werden muss. Und das wird auch in dem zukünftigen Childhood-Haus passieren, und ich bin froh, dass die Mittel dazu bereits im Haushalt sind. Wer den Haushalt kennt, weiß, wie gut ausgestattet beide Institutionen sind und auch sein werden. Und ich finde es wichtig, dass eben dieses Konzept weiterentwickelt wird und auch weiter ausgebaut wird in Hessen.
Wir haben ein Beratungsnetzwerk in Hessen, das sich sehen lassen kann. Und vor allem haben wir auch eine Finanzierung, die deutlich gestiegen ist. Waren es vor wenigen Jahren noch etwa 300.000 Euro, die die Beratungsstellen bekommen haben, sind wir mittlerweile bei 1,2 Millionen Euro im Sozialbudget abgesichert. Und das steht den Beratungs- und Interventionsstellen zur Verfügung. Und ich finde es gut und richtig, dass es diese Koordinationsstelle nun gibt beim Paritätischen angesiedelt, dass nämlich die gezielte Hilfe und die spezifizierte Hilfe auch tatsächlich bei den Opfern ankommt. Und natürlich muss unser Engagement, und das macht auch der Antrag sehr, sehr deutlich, mit viel Energie auf die Aufdeckung und die Verfolgung der Straftaten gelenkt werden. Die Gewalthandlungen an Kindern und Jugendlichen werden massenhaft durch soziale Medien im Netz dupliziert, weitergeleitet. Und vieles davon passiert eben nicht in diesem ominösen Darknet, sondern tatsächlich passiert es in den verbreiteten Messenger-Diensten und eben auch für jeder Mann und jeder Frau verfügbar. Die Darstellung dieser Gewalt ist bei weitem keine Fiktion. Mit jedem Klick wird das Leid von Kindern und Jugendlichen verschärft. Hinter jedem einzelnen Bild oder Video stehen hunderte Gewalttaten an Kindern und Jugendlichen. Und das dürfen wir hier nicht hinnehmen. Da braucht es eine gezielte Bekämpfung durch die Strafverfolgungsbehörden. Und mit der BAO Focus gibt es in Hessen eine schlagkräftige Einheit, die gezielt Sexualverbrechen an Schutzbefohlenen verfolgt und ahndet. 130 Ermittlerinnen arbeiten hier im Sinne des Kinderschutzes. Und ergänzt wird es durch die Zentralstelle für Internetkriminalität, die eben gut vernetzt ist, weil das Weiterklicken von Bildern weder an Bundesländergrenzen stoppt noch an Außengrenzen von Ländern oder sogar von Kontinenten. Das wird einmal weltweit durch die Netze geschickt. Und deswegen ist es gut, dass wir hier in Hessen eine schlagkräftige Einheit mit der ZIT und der BAO Focus haben. Und es zeigt ja auch, wie wichtig die interdisziplinäre Arbeit ist, welchen hohen Stellenwert sie hat. Es braucht alles gemeinsam, um eben Präventionskonzepte weiter zu erarbeiten und langfristig den Kinderschutz auch tatsächlich zu verbessern. Und die Zahlen der aktuellen SPIEK-Studie müssen uns wachsam werden lassen. Denn es ist so, dass viele Jugendliche sexuelle Übergriffe von Mitschülerinnen erleben. Und wir wissen, dass gerade Opfer auch Gefahr laufen, wieder Täter zu werden. Und natürlich braucht es ein Schutzkonzept von Anfang an und eine Entwicklung des Aktionsplans gegen sexualisierte Gewalt. Wir haben aber auch den Landesaktionsplan gegen häusliche Gewalt. Und all das wird weiterentwickelt und muss natürlich mit allen Disziplinen und mit allen Ministerien gemeinsam weiter verfolgt werden. Das Kultusministerium mit dem Sozialministerium, die Justizministerin ist ganz kräftig dabei. Nur gemeinsam werden die Aktionspläne auch tatsächlich Handlungen vor Ort auch Wirklichkeit werden lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen hat seit 2010 durch die Offenlegung der Gewalttaten an der Odenwaldschule viel getan. Und Hessen ist eines der wenigen Länder, die in den bundesweiten Opferfonds einzahlen. Hessen stellt sich seiner Verantwortung und unterstützt intensiv die Aufarbeitung und auch die Forschung. Und so konnten wir ja in dem letzten Jahr die zwei unabhängigen Studien zum Missbrauch an der Odenwaldschule vorstellen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dieses Tabuthema öffentlich wird, dass wir es hier an dieser Stelle diskutieren, dass wir Erkenntnisse gewinnen und dann tatsächlich die Erkenntnisse auch in Handlungen umsetzen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen, genau hinzusehen
und sich selbst, jeder Einzelne, sich auch verantwortlich zu fühlen. Und deswegen bin ich froh, dass wir in Hessen ein Fundament haben, auf dem wir aufbauen können. Aus meiner Sicht gibt es noch viel zu tun. Aus meiner Sicht ist der Antrag, weder der Antrag noch der Koalitionsvertrag, das Ende dessen, sondern es kann sich alles nur weiterentwickeln. Wir wollen Prävention, um die Opferzahlen zu senken und auch natürlich das Dunkelfeld aufzuhellen, was dann auch heißt, dass Opferzahlen vermutlich erst einmal steigen und das Dunkelfeld sich lichtet. Wir wollen die Aufdeckung der Taten und die lückenlose Aufklärung und Strafverfolgung. Und wir wollen allen Opfern bestmöglichste Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Traumata zur Verfügung stellen. Es geht nur gemeinsam. Wir müssen hier die Rahmenbedingungen schaffen. Wir von der Koalition haben in den letzten Jahren Verantwortung übernommen. Und wir werden das heute und auch in Zukunft weiterhin sehr intensiv tun. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat die Justizministerin, Staatsministerin Günnermann. Eva, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Corona-Krise hat als viel zitiertes Brennglas mehrere Problemfelder besonders in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und dazu gehört auch ganz besonders die Gewaltbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen. Und ja, es ist schlimm genug, dass auch gerade in der Pandemie häusliche Gewalt, jedenfalls was die Dunkelziffer angeht, statistisch kann man das noch nicht richtig erfassen, dass das gestiegen ist. Aber ich will deutlich sagen, dieses Thema ist ein Thema, das auch pandemieunabhängig höchste Priorität haben muss. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt hat höchste Priorität in allen Bereichen. Und deshalb will ich mich herzlich für den Antrag zu diesem Thema bedanken, der deutlich macht, wie interdisziplinär dieses Thema ist und auf wie vielen Bereichen der Fokus liegen muss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema betrifft viele Ebenen und Bereiche, und ich will beginnen mit dem Präventionsbereich. In Hessen ist es so, dass das Justizministerium seit 1992, jetzt schon 29 Jahre, wir haben nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum, den Präventionsbereich im Justizministerium hat. Und diese Kombination war vor fast 30 Jahren eine sehr ungewöhnliche, die sich in Hessen außerordentlich bewährt hat. Das heißt, dieses Thema häusliche Gewalt vor 30 Jahren war in einer ganz anderen Dimension angesehen, als es heute ist. Und deswegen will ich darauf hinweisen, dass diese Kombination zwischen Justiz und Prävention sich absolut bewährt hat und wir stolz darauf sein können, dass im Kabinett damals 1992 und bei den Abgeordneten die Idee entstanden ist, das zusammenzuführen. Und genau das gehört zusammen. Und das ist auch das Erfolgsmodell in Hessen in diesem Bereich. Warum sind wir so erfolgreich in diesem Bereich? Weil es einen Landespräventionsrat gibt, der sich schon immer um interdisziplinäres Zusammenwirken in den Fachgremien gekümmert hat. Und so dienen auch die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Kinderschutz maßgeblich als Grundlage für den Landesaktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt in Institutionen. Die Erfolge, die erzielt worden sind, bestehen wegen der Vernetzung und der Prävention. Es ist richtig und wichtig, dass dieser Landesaktionsplan nun fortgeschrieben und an die Entwicklungen der letzten Jahre angepasst wird. Gerade die Gefahren, die im Netz für Kinder und Jugendliche bestehen, müssen hier in den Fokus genommen und entschieden bekämpft werden. Und genau deshalb wird eine ausgewiesene Cybercrime-Expertin der Hessischen Zentrale zur Bekämpfung der Internetkriminalität die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans unterstützen. Und mithilfe dieser Expertise der ZIT können so spezifische Gefahren diagnostiziert
und präventive Schutzmaßnahmen entwickelt werden. Es hat sich bewährt, dass die Praxis, nämlich diejenigen, die mit den Verfahren zu tun haben, und das sind eben nicht nur diejenigen, die im Opferschutz tätig sind, sondern das ist auch die Justiz bei den Verfahren, die vor Gericht stattfinden, die Staatsanwälte, die Richter, die Rechtspfleger, die Bewährungshelfer, die Jugendämter, alle Beteiligten, die in solchen Verfahren mitwirken, erleben eine Praxis in diesen Verfahren, die Auswirkungen auf Prävention und Strafverfolgungsmaßnahmen haben, die geändert werden müssen. Wir wissen, dass die Gewalt im familiären Umfeld für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erhebliche Nachteile bedeutet, und zwar unabhängig davon, ob sie selbst von Gewalt betroffen sind oder diese nur miterleben. Die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt und die Arbeitsgruppe Gewalt im häuslichen Bereich beschäftigen sich seit jeher auch mit dem Schutz von Kindern in gewaltbetroffenen Familien. Und nicht zuletzt aufgrund der seit 2018 geltenden Istanbul-Konvention hat sich daher die Arbeitsgruppe aktuell auch an einer Evaluierung des Landesaktionsplans zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gemacht. Und deshalb will ich auf die Aus- und Fortbildung der verschiedenen Professionen zu sprechen kommen. Wenn man darüber redet, über die Fortbildungsmaßnahmen, dann will ich als Beispiel ein Thema nennen, das demnächst jetzt ansteht. Da geht es nämlich um das Thema der transgenerationalen Weitergabe von häuslicher Gewalt. Sowohl Opfer- als auch Täterverhalten werden von Kindern erlernt und setzen sich so fort. Und diesen Kreislauf gilt es zu durchbrechen. Und jede neue Erkenntnis erfordert dann eben auch, das haben viele Vorredner schon gesagt, Aus- und Fortbildung in den verschiedenen Berufen. Wenn Kinder und Jugendliche bereits Opfer oder Zeugen von Gewalt geworden sind, dürfen sie nicht alleine bleiben. Sie müssen bei der Verarbeitung der Geschehnisse professionell und auch sehr vertraulich und umfassend begleitet werden. Neben den spezialisierten Beratungs- und Interventionsstellen leisten hier die hessischen Opferhilfevereine, die übrigens bisher kaum in dieser Debatte Erwähnung gefunden haben, vom Justizministerium finanziert, in großen Teilen einen ganz wichtigen Beitrag. In jedem Landgerichtsbezirk in Hessen gibt es einen Opferhilfeverein. Und hier erfahren auch Kinder nicht nur die beschriebene Unterstützung, sie werden bei Bedarf auch durch mögliche Strafverfahren begleitet. Und das ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil natürlich die Aussagen auch von Kindern dazu führen, dass Beweise so sicher gemacht werden können, dass Verurteilungen erfolgen können. So betreuen die Opferhilfevereine etwa bei vielen Gerichten begleiten sie die Zeugen. Und ich will erwähnen, dass es an den Gerichten, an fast allen Gerichten, Zeugenzimmer gibt, die kindgerecht ausgestattet sind und wo sich auch die Jüngsten in einem geschützten Bereich zurückziehen können, um die belastende Prozesssituation vorbereiten zu können. Und zusätzlich will ich bemerken, dass natürlich auch die Videovernehmungen von Kindern, die nicht im Gerichtssaal stattfinden, sondern praktisch zugeschaltet werden, neue Instrumente hervorrufen, um Kindern eben zu ermöglichen, eine Aussage zu machen, die nicht in einem Strafverfahren vor allen Prozessbeteiligten stattfinden muss. Es geht aber nicht nur um Prävention, das will ich auch erwähnen. Einen Satz will ich noch dazu sagen, es ist auch noch nicht erwähnt worden, das sogenannte Marburger Modell, das wir jetzt landesweit auslegen, ist ein Modell, das von Staatsanwälten und Richtern entwickelt worden ist in Marburg und das dazu führt, dass Kinder bei häuslicher Gewalt und Mütter in den Wohnungen bleiben können und die Täter herausgenommen werden. Nicht wie das früher der Fall war, dass es umgekehrt gemacht wurde. Und deswegen ist das Marburger Modell zwischen Staatsanwaltschaft, Jugendhilfe und der Polizei das richtige Mittel, um am selben Tag, an dem etwas passiert, reagieren zu können und die Situation so zu entschärfen, dass auch die Frauen und die Kinder Aussagen machen, die die Täter am Ende einer Bestrafung zuführen. Also auch das ist eine Maßnahme, die von Seiten der Justiz entwickelt worden ist, weil immer wieder die Aussagen zurückgezogen wurden der Ehefrauen und der Kinder, wenn sie mit dem Täter weiter zusammenlebten. Ich will nun kommen zu den strafrechtlichen Maßnahmen, die wir brauchen, um Kinder und Jugendliche insbesondere vor sexueller Gewalt zu schützen. Wir sind Vorreiter, das ist schon gesagt worden, in Hessen,
weil das Bundeskriminalamt hier in Hessen diese Verfahren führt und die Zentralstelle für Internetkriminalität sozusagen die Hausstaatsanwaltschaft des Bundeskriminalamtes ist. Das hat sich entwickelt über 10 Jahre in einer guten Zusammenarbeit, sodass bundesweit alle Fälle in diesen Bereichen auch über die Stellen BKA und der ZIP laufen. Das hat den großen Vorteil, dass Spezialisten dort sitzen, die das beurteilen können. Und diese enge Zusammenarbeit ist ein Erfolgsmodell und hat, Frau Klaus hat das vorhin ja auch erwähnt, zu Ermittlungserfolgen geführt, über die wir alle nur stolz sein können. Und deswegen will ich meinen Dank auch an die Ermittler richten. Das ist eine schwere Arbeit, die sie dort leisten, schwer zu ertragen. Und jeder, der da sitzt, erzählt mir immer wieder, wenn ich es nicht machen würde, würden die Täter weiter frei rumlaufen. Und das ist genau mein Antrieb, um das zu tun. Und deswegen herzlichen Dank an die Ermittler, an das BKA und die Polizei, alle, die dazu beigetragen haben. Die kinderpornografische Plattform Boys Town, so hieß sie, 2019, relativ jung, gab es nur im Darknet. Es ist eben nicht so, dass alles frei zugänglich ist. 400.000 Mitglieder und unter den geteilten Bild- und Videoaufnahmen befanden sich auch Aufnahmen des schwersten sexuellen Missbrauchs von Kleinkindern. Es hat mehrere Monate gedauert, aufwendige Ermittlungen in einer Taskforce, die koordiniert war von Europol unter Beteiligung von Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden, Schweden, Australien, den USA und Kanada. Und dann ist es gelungen, tatsächlich die Hintermänner zu finden. Und das ist das Entscheidende. Und bei den Hintermännern handelte es sich um Deutsche, einer in Paraguay, die am Ende dingfest gemacht werden konnten. Ich will damit aber auch ausdrücklich sagen, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Partnern dazu geführt hat, dass wir an mehr Daten herangekommen sind, als wir jemals in Deutschland an Daten herankommen würden. Die Ermittlungserfolge beruhen nicht auf den Erkenntnissen, die wir in Deutschland erlangen, sondern sie beruhen auf den Erkenntnissen, die bei den Amerikanern, den Kanadiern, den Niederländern oder anderen gemacht werden. Und deshalb ist dieser Ermittlungserfolg ein internationaler Erfolg, den wir alleine, wenn wir in Deutschland ermittelt hätten, niemals hinbekommen hätten, weil uns die Werkzeuge für die Ermittler fehlen. Das will ich deutlich sagen. Wir haben die ZIT immer wieder personell aufgebaut. Das habe ich in mehreren Debatten hier im Landtag gesagt, als schlagkräftige Gruppe und Truppe. Wir haben sie sächlich gut ausgestattet. Aber es fehlen immer noch die Werkzeuge, die wir brauchen, um an die Täter zu kommen. Seit 2014 habe ich von Hessen aus Bundesratsinitiativen gestartet, insbesondere im Bereich der Bekämpfung der Kinderpornografie. Die erste Initiative 2014 in diesem Bereich, da ging es um umfassende Maßnahmen. Einige hessische Forderungen sind damals umgesetzt worden in einer Änderung des Strafgesetzbuchs. Offen blieben allerdings die hessischen Forderungen nach einer strengeren Bestrafung des Besitzes und der Eigenbesitzverschaffung von Kinderpornografie, der Einführung einer Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings und der Zulassung von sogenannten Keuschheitsproben für verdeckte Ermittler. Frau Staatsministerin, Sie denken an die Redezeit der Fraktion. Das Thema ist so wichtig, dass ich noch einige Sätze dazu sagen will. 2014. Wir haben heute 2021 und die Forderungen, die ich immer wieder vorgebracht habe, bei insgesamt 3 Justizministern, die von der SPD kamen, war immer wieder, wir brauchen keine anderen Regelungen, wir brauchen keinen anderen Strafrahmen, bis jetzt endlich nach langjährigen Drängen 2020 und 2021, 7 Jahre danach, Gesetze beschlossen worden sind, zum Glück, die diese Forderungen aufgenommen haben. 7 Jahre, in denen Unschuldige, die im kinderpornografischen Bereich missbraucht worden sind, keine Schutzmöglichkeiten hatten und wir nicht an die Hintermänner kommen konnten, weil es für die Ermittler keine Werkzeuge gab. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, bin ich froh, dass das gelungen ist und will aber deutlich sagen, dass wir uns nicht am Ende befinden. Die Wiedereinführung der Vorrats- oder Verkehrsdatenspeicherung ist ein entscheidender Gesichtspunkt. In vielen Fällen ist der einzige Hinweis auf den Täter die IP-Adresse eines Computers.
Allein im Jahr 2017 konnten beim BKA über 8.000 Hinweise auf Kinderpornografie nicht weiter ermittelt werden. Und es blieb dabei, dass nichts gemacht werden konnte. Und deswegen appelliere ich daran, nicht immer nur, Frau Schardt-Sauer hat das vorhin auch gesagt, nicht immer nur darüber zu reden, wir hätten alle Gesetze, was schlicht nicht stimmt, sondern wir haben Regelungen, die ausgesetzt sind und die dazu führen, dass wir mit den Regelungen die Täter nicht bekommen, weil die IP-Adresse nicht nachzuverfolgen ist und weil die Täter sich dahinter verstecken. Mein Appell ist, wenn es nur möglich ist, durch ausländische Anbieter, die Amerikaner und andere, an die Daten zu kommen, dann kann man nicht erklären, warum man den Ermittlern nicht alle Werkzeuge in die Hand gibt. Und wenn wir das so weitermachen, dann betreiben wir Täterschutz und nicht Opferschutz. In diesem Sinne, werbe ich dafür, denjenigen zu folgen, und das sind viele NGOs in Deutschland, die sagen, wir können uns frei im Netz nur noch bewegen, sowohl was Hass und Hetze, aber auch Kinderpornografie angeht, wenn wir es schaffen, die Täter zu verurteilen und die Opfer zu schützen. In diesem Sinne finde ich es gut, dass wir diese Debatte heute so umfangreich geführt haben, und werbe um Ihre Unterstützung, um mehr Werkzeuge für die Ermittler zu gewinnen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Debatte. Es wird vorgeschlagen, den Antrag, Ausschüsse zu überweisen, RTA, SIA, Zustimmung. Dann machen wir das so.